so das Event beginnt und es sind ganz, ganz viele. Wir sind gerade in so einer Halle und viele bekannte Gesichter irgendwie hier. Hallo! Wie geht's? Gut. So, okay. Heute war es schon den ganzen Tag aktiv. Seit 4 Tagen spüre ich hier. Ja, seit 4 Tagen. Okay, es geht los. Wir werden so Benefit-Mützen anziehen. Und so Shirts. Oder was sind das? Schürzen? Genau. Ja. Und dann vorne links vom Ausgang ist Handverstreckung, rechts die Seite. Okay. Ich trage jetzt auch schon eine Chefmütze. Irgendwas, wo ich nachher durchpusten kann. Ich bin gespannt, ob ich was dazulerne, weil gescheite Macarons zu Hause kann. Jo. Aber jetzt habe ich schon mal gelernt, einen Zuckersirup. Und der hat keine KitchenAid, sondern eine Monstermaschine. Schön. Ja, jetzt sind wir hier bei 14 Grad knapp. Also es dauert noch einen kleinen Moment, bis der Sirup schon fertig. Hier könnt ihr mal rumgeben und mal zwischen den Fingern mal führen. Das sind die gemahlenen Mandeln, die sind auch recht fein gemahlen. Heute vergesse ich mal meine Glutenunverträglichkeit und beiß mal einen Macaron rein. Also wir machen die erste Sorte. Ach, Gluten, die Sorten unterscheiden sich im Prinzip nur von der Farbe und der Geschmack und die Füllung. Das ist richtig geil. Das heißt, das, was wir jetzt gerade machen, das ist immer der gleiche. Was ist das? Wir haben hier einmal diese Mischung, die wir versuchen kann, zu vermischen. Ist mir aufgefallen, dass Anna immer macht, sogar in Südtirol hat sie das Beste gemacht. Da ist ein Zuckersirup. Der ist hier. Zum starken Blut nennt sich das eben. Den Zuckersirup schmeißt er durch. Also, das ist so ein zäher Sirup, dass wir jetzt kurz blasen werden. Aber zwischen den Fingern ist er so klebrig, dass hier eben keinen Faden mehr bildet. Und das sind so um die 118 Grad, die man erreicht hat. Mehr Schmack ist da. Genau, da könnt ihr euch anwechseln, wenn ihr wollt. Ja? Und da kommt einfach jetzt ein bisschen Farbe noch rein. Nein, ich will sie Das ist nur eine Verstärkung bei mir. Ne? In Macarons kommt nur Eiweiß. Was hat das? Eischnee, Puderzucker, Mandeln, Farbstoff und ein Aroma. Und Eischnee. Geil. Das heißt, ich kann immer Macarons fressen. Dann dabei diese Konsistenz einkommen. Ein bisschen aus wie Eis. Glaubt das da, was ihr da macht? Ja, Himbeereis. Hallo, Sorbet oder so. Ja. Die drehen das. Es ist schon so, dass jetzt nachher die... So, die Ersten machen schon Macarons. Hallo. Mensch, Anna, ach, es gibt so Formen, oder was? Kein Wunder, dass meine Macarons immer so überdimensional groß geworden sind. Ich habe die immer so groß gemacht. Aber warum stimmt die keine Form? Hä? Bin ich hier falsch? Scheiße. Du hast keine Form, musst so ein Ding haben. Geh mal drunter, geh mal. Mach doch da. Geht das? Oder ist das anstrengend? Ich weiß ja nicht, ob das gut ist. Es aussieht so lecker. Und wie macht man das, dass das nicht daneben tropft? Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Ich weiß auch nicht. Nee, man muss es doch da in die Form machen. Okay. Also diese Punkte, oder? Ja. Ja, aber ich mache es in die Punkte. Aber ich meine, wie treibt man das auf? An der Mitte drücken und dann, als es voll ist, genau. Und dann noch und dann hochziehen. Einfach so. Genau, du kannst aber noch mehr Masse aufmachen. Okay. Einfach in der Mitte drücken und hochziehen, na dann. Ah, so. Genau. Ja. Heb's mal wie sie. Guck, sie hebt's gerade. Oh, also. Oh. Die machen alle gerade die Macarons so perfekt und ich nutze die Gunst der Stunde, hab gerade Wasser getrunken und setze mich hin, weil das Ganze macht man hier im Stehen, wie ihr sehen könnt. Und die klopfen auf das Backblech, damit die Macarons schön glatt werden. Also, kleiner Tipp für zu Hause. Ich bin schon gespannt, ob ich nach diesem Kurs auch zu Hause Macarons machen kann. Also, das gemeint Zuckersirup aus Zucker und Wasser. Und Mandeln, ganz, ganz fein gerieben, ohne Schall. Dann Farbstoff und Eischnee. Ja. Und dann kann man irgendwie Kakao nehmen oder eine Füllung. Und die Füllung ist eine Ganache. Aus weißer Schokolade oder brauner, müssen wir mal gucken. Und ich genieße gerade diesen Ausblick. Und ich freue mich schon, wenn das alles im Ofen ist. Weil Leute, das wird wahrscheinlich so duften. Boah, yummy. Ich habe gerade gesehen, die Shanti hat sich hier reingeschlichen.
Habt ihr gar nicht gesehen? Wieso ist Shanti? Ich hab Shanti gar nicht gesehen. Da ist. Hallo Shanti, ich hab dich gar nicht gesehen. Wo kommst du plötzlich her? Ich saß da die ganze Zeit mit Tobi. Ja. Hallo. Ich dachte, du kommst nicht. Ja, ja, aber ich hab nicht so einen Bauch. Ich bin im sechsten Monat, aber mir ist noch nichts. Von der flache Bauch. Davon träumen manche, die nicht rein. Ja, also ich bin im sechsten Monat, Bauch ist noch nicht da. Das ist so aufregend. Liebe. Die haben gesagt, du kommst halt nicht. Doch, ich bin mit Nina gekommen. Ah, sie ist auch da. Ach so. Wir sind gleich mit Anna und Kat losgefahren und wir kommen anderthalb Stunden später. Ach so, bist du mit dem Auto gekommen? Ja. Ah, okay. Yummy, das Gelbe. Okay. Aber wie gesagt, wir verarbeiten den Mehl. Aber es ist kein Mehl. Nein, nein, bei mir ist nur wichtig, dass da kein Mehl drin ist. Okay, dann nehme ich das. Danke. Was war das nochmal? Maracuja mit weißer Schokolade. Ah, lecker. So, das Ding ist ohne Mehl. Zwar verarbeiten die hier Mehl, aber wenn es ohne Mehl ist, dann darf ich das. Und ich bin so gespannt, das ist Maracuja. Oh Leute, das Törtchen. Glücklich. Ich muss es noch ansehen. Sie werden zustellen. Oh mein Gott. Was ist das? Schmeckt so gut. Leute, ist voll das geile Event. Was gibt's Schöneres? Da hinten gibt's Make-up, hier gibt's Törtchen. Ich bin mit meinen Freunden hier. Hier nur noch Lamia und Sammy. Und ja, dann werden wir alle busy. Genau. Und ja, ist voll schön. Jetzt gönne ich mir das Törtchen. Ich krieg heute einen Zuckerschock, Leute. Guck mal, die ersten Macarons sind fertig. Ich will am liebsten gleich reinbeißen. Aber fehlt noch die Ganache. Yum. So, jetzt werden die Macarons auch noch gefüllt mit einer Ganache. So Leute, das Benefit-Event wird jetzt noch ein bisschen weitergehen. Ich werde aber die Kamera weglassen, weil ich es jetzt komplett genießen will, nur schwätzen will unter Freunden. Und dann sehen wir uns später entweder im Hotel oder keine Ahnung wo. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier aber für diesen Vlog jetzt erstmal einen kleinen Cut vom Event. Und dann sehen wir uns später. So, der Abend ist vorbei. Es war ein wunderschöner Abend. Ich habe noch eine Goodiebag von Lamia mitbekommen. Also Lamia, weißt Bescheid, du kriegst was. Und hat voll Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt und es war voll schön. Ja. Danke, danke für alles. So, hast du deinen Akku drin vergessen oder sowas? Irgendjemand hat irgendein Akku, Handy. Ich weiß es gar nicht. Aber das kann nicht sein. Mit wem fahre ich denn jetzt eigentlich? Mit der. Oh, alle verabschieden sich. Ich habe meine Schürze nicht mit. Oh, dann hol sie schnell. Also dann, ciao. Habt noch einen schönen Abend. Danke, ciao. Tschüss. So. Oh, nicht stürzen. Ja, Maren kommt gleich. So Leute, ich bin wieder im Hotelzimmer. Und jetzt lege ich mich hin. Trinke noch Wasser, esse mein Focaccia, esse ein paar Macarons. Ich habe ja noch Trauben. Und dann verabschiede ich mich für den heutigen Tag. Es war ein wunderschöner Tag mit Benefit. Ich danke auch Benefit an dieser Stelle. War lustig. Ich habe meine ersten Macarons. Und genau, die Macarons haben wir auch noch mitgenommen. Und zwar wird sich Helfen auch voll freuen. Ich habe noch so eine Benefit-Schürze. Und zwar haben wir hier unsere selbstgemachten Macarons. Oh, ich werde gleich eins essen. Voll lecker. Ich habe so ein richtiges Kurszertifikat bekommen von Törtchen und Törtchen mit so Rezepten. Und ich gebe jetzt mein Bestes, dass ich euch demnächst mal ein Macaron Tutorial mache. Und falls ihr Macarons Tutorials zu Genüge auf YouTube seht, liegt es vielleicht daran, dass alle, die hier bei dem Event die Lizenz bekommen haben. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal essen.